Also, ich begrüße euch zu meinem Vortrag zum Thema Game Hacking und Reverse Engineering. Wir kommen dann auch gleich mal zur Agenda, dass ihr mal seht, was euch hier erwartet. Also erstmal erzähle ich ein bisschen was über mich, dass ihr wisst, warum ich denke, ich könnte euch was über das ganze Thema erzählen. Dann kommen ein paar Merksätze zum Thema Game Hacking, die ich mir einfach mal ausgedacht habe, die euch vielleicht so ein bisschen helfen, vielleicht auch mal in das Thema einzusteigen, wenn euch bestimmte Sachen abschrecken. Zum Beispiel könnt ihr euch die Merksätze immer ein bisschen vor Augen halten. Dann ein paar Game-Hacks im Detail, also so die gängigsten Hacks, die existieren, die genutzt werden und wie sie funktionieren. Dann stelle ich euch ein paar Tools vor, die ich nutze oder die generell halt in dem Bereich gern genutzt werden, weil sie eben viele Möglichkeiten bieten. Dann komme ich zum Thema Memory Hacking, wo ich ein bisschen erzähle, wie findet man sich überhaupt zurecht im Speicher, wo findet man die Werte, wie sucht man nach ihnen und sowas. Dann erzähle ich euch was über Hooks, also was Hooks sind, welche Arten von Hooks es gibt, wofür sie genutzt werden. Dann spreche ich das Thema Packet Hacking an, was die Vorteile davon sind, was man damit machen kann, wie man da am besten rangeht. Dann zum Thema Reverse Engineering wird es jetzt zwar nicht massig viel geben, aber ich versuche halt trotzdem auch das Thema anzusprechen und ich zeige da auch was dazu. Und am Ende hacken wir ein bisschen Space Cadet, da habe ich ein paar Hacks vorbereitet und werde ich da uns zeigen, wie wir da an die Sache rangehen. Kommen wir erstmal zum Blatt über mich. Also ich bin 21 Jahre alt, heiße Freehand, bin das erste Mal bei der GPN, habe mich aber auch schon gut zurechtgefunden, also es ist eine ziemlich coole Veranstaltung. Wie habe ich begonnen mit dem ganzen Thema Game Hacking? Das hat eigentlich mit 14 Jahren begonnen, wo ich so eigentlich zuerst mal angefangen habe zu zocken und sowas. Da habe ich halt irgendwann im Spiel S4 League so ein paar Hacker gesehen, die mit Speedhack rumgerannt sind, God-Mode, und haben halt alles gewone-hittet. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, sieht ziemlich cool aus, hat mir gefallen. Dann wollte ich halt auch mal damit anfangen und ja, so hat es eigentlich alles begonnen. Womit habe ich angefangen? Eigentlich genau damit, also Speedhacken etc. Habe mir in einem Forum Elite PvPers ein paar Tutorials angeguckt, wie man das Ganze macht, und dann bin ich halt immer tiefer reingestiegen. Habe auch andere Spiele gehackt, MMORPGs und so ein Kram, und habe da eben mein Wissen gesammelt. Der heutige Stand ist, ich mache meine Ausbildung zum Anwendungsentwickler. Privat tue ich immer noch Games hacken. Ja, zwar nicht mehr so aktiv, aber das ganze Wissen ist halt trotzdem da, und ich könnte eigentlich, sobald ich irgendein Spiel jetzt wirklich anfange, könnte ich da schon nach den Hacks suchen, die ich eben brauche. Jetzt kommen wir erstmal zu den Merksätzen. Der erste wäre, viele Wege führen nach Rom. Das heißt, es gibt, egal was euch jemand sagt, es gibt mehrere Wege, etwas Bestimmtes auszulösen. Und ihr müsst euch da nicht beschränken lassen darauf, wenn jemand sagt, ja, das geht nicht oder es geht so. Macht euch eure eigenen Gedanken dazu und dann findet ihr eben auch kreative Wege, etwas zu bewerkstelligen. Jetzt kommt das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Also es existiert nicht wirklich ein richtiger Weg. Das heißt, es schneidet sich eigentlich mit dem vorigen Merksatz, viele Wege führen nach Rom. Also es existiert nicht der einzige richtige Weg. Ihr könnt kreativ an die Sache rangehen und findet eben mehrere Wege. Kreativität ist das A und O. Also mit ein bisschen Kreativität und einem Grundwissen kann man halt für viele Hacks verschiedene Wege rausfinden. Also eigentlich sind es alles drei dieselben Sachen, aber einfach nur anders verpackt. Und ja, nicht einschüchtern lassen. Also egal, wenn euch jemand sagt, etwas geht nicht oder es ist unmöglich, er lügt. Kein System oder Spiel ist sicher. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel T-Worlds. Das ist so ein kleines Spiel, wo alles serverseitig geprüft wird. Und auch die Position kriegt ihr vom Server. Das heißt, eigentlich sollte man da nichts hacken können. Aber es gibt da zum Beispiel einen Exploit. Ich sag nur UDP und kein Handshake. Also vielleicht können sich manche da schon denken, was da möglich ist. IP-Spoofing. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Hack. Das wäre Gamehacks im Detail. Zum nächsten Punkt Gamehacks im Detail. Kommen wir erstmal zum Speedhack. Was gibt's da für Methoden? Die erste Methode wäre der Performance Counter. Also ich beschränke mich hier lediglich auf Windows, aber dieselben Hacks etc. sind eigentlich so auch unter Linux möglich. Also dass ihr da jetzt nicht ein bisschen durcheinander kommt. Performance Counter heißt einfach, dass man vom Prozess die Funktion sozusagen übernimmt, die eben dem Prozess sagt, wie schnell es gerade läuft, beziehungsweise welche Ticks gerade aufgetaucht sind etc. Und wenn man die halt manipuliert, kann man dem Prozess vorgaukeln, er wäre schneller als er ist, und dadurch halt auch alle Funktionen vom Spiel etc., die orientieren sich eben nach dieser Geschwindigkeit, auch die Animation, und deswegen seht ihr halt aus, als würdet ihr schneller rennen, und die Pakete werden halt auch schneller gesendet, deswegen seid ihr auch schneller, meistens. Also bei manchen Spielen funktioniert das nicht.
Aber gut, Methode 2 wäre Werte im Spiele selbst. Also im Spiel selbst habt ihr natürlich Klassen vom Spieler, die eben, wo dann auch drinsteht, wie schnell ihr lauft, also was eure Laufgeschwindigkeit ist. Und wenn ihr da die Werte ändert, könnt ihr auch einen Speedtag auslösen, indem ihr eben zum Beispiel jetzt den Speed Multiplier 1.0 ändern würdet in 2.0, würde das Spiel eben glauben, wenn es eben serverseitig nicht geprüft wird. Der nächste Hack wäre Teleport-Hack. Die erste Methode wäre die Position in der Memory verändern. Also ihr nehmt eure X, Y, Z-Koordinate, die ihr eben findet. Wie man die findet, zeige ich noch später. Aber nehmen wir an, ihr habt die einfach und dann könnt ihr eben über die Memory den Wert verändern. Ja, das wäre eigentlich soweit das. Und Methode 2 wäre das Teleport-Packet. Also wenn ihr quasi die Position, die euch der Server mitteilt, nimmt oder die ihr dem Server mitteilt und dann eben sozusagen, beziehungsweise wenn ihr das Paket, was der Server euch sendet, um euch zu sagen, wo ihr euch hinteleportiert und es eben selbst dem Prozess sendet, wie das zeige ich vielleicht auch noch später, aber das ist jetzt nur der grobe Grundgedanke, dass ihr wisst, was möglich ist. Also das ist auch eine Methode, dem Spieler zu sagen, wohin er sich teleportieren soll. Der nächste Punkt wäre Noclip, also dass man eben rumfliegen kann etc. in die Blickrichtung. Da, also was man dafür benötigt, um den Hack zu realisieren, erstmal eure eigene Position, eure XYZ-Achse, Position und also es muss auch veränderbar sein. Also wenn es der Server prüft, dann wird es nicht funktionieren. Euren eigenen Blickwinkel, also Pitch und Yaw, hoch, runter, links, rechts, dass ihr da eben dann die Offsets draufrechnen könnt, um eben auf die entsprechende Achse eben die Position draufzurechnen. Ja, der nächste Hack wäre Aimbot. Da braucht man auch ein paar Sachen natürlich. Erstmal die Position des Gegners, auf den ihr schießen wollt. Die kann man eben auch finden, wenn man die Klassen der Spieler hat sozusagen. Dann die eigene Position. Ihr müsst wissen, wo ihr euch befindet, damit ihr eben die richtigen Winkel rechnen könnt, um eben auf den Spieler zu schauen. Dann euren eigenen Blickwinkel wieder, damit ihr eben dann den Winkel ausrechnen könnt, bis ihr zum Objekt schaut sozusagen. Also das sind die drei Sachen, die man braucht. Der nächste Hack wäre ESP, Extrasensory Perception. Das ist einfach ein Hack, also für die, die es nicht wissen, da seht ihr quasi Objekte oder Spieler eben durch eine Wand mit einer Box umrandet. Da kann alles Mögliche gemalt sein, eine Box, ein Name, eine Distanz, Leben etc. Das kann eben der Hacker alles selbst entscheiden. Was man dafür braucht, ist erstmal die Position des Objekts, von einer Granate oder von einem Item. Dann die World Matrix, das ist quasi von der Game Engine selbst sozusagen eine Matrix, die eben bestimmte Werte mitliefert. Also so tief bin ich da nicht drin, also ich kann euch da nicht viel zu erzählen. Ich weiß nur, dass da eben die Informationen stehen, wie zum Beispiel die Position des Spielers zum Beispiel, in der er sich in der Welt befindet. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was man da wirklich draus braucht. Oder ja, nee, jetzt kommt die Kameramatrix. Die Kameramatrix gehört eben auch zum Spieler oder zu euch sozusagen. Da stehen dann eben diese Sachen drin, Pitch und Yaw, also die Kameraperspektive, dann der Field of View, also die Kamera eben braucht, um die Punkte darzustellen. Und eine Möglichkeit zu zeichnen braucht ihr auch. Also zum Beispiel über DirectX könnt ihr dann eben zeichnen oder GDI Plus. Da gibt es eben mehrere Wege, auf dem Window zu zeichnen. Im Vollbildmodus müsstet ihr vom Spiel selbst die Zeichenmethode hooken oder eben übernehmen, dass es halt jetzt nicht zu Problemen kommt. Also meistens eben DirectX zum Beispiel. Aber eigentlich heutzutage kann man alle Spiele im Fenstermodus, also kann man ja eigentlich alles im Fenstermodus spielen, dass es halt auch aussieht wie im Vollbild für die das im Vollbild bevorzugen. Ich sag noch was, also wenn Fragen entstehen oder so, könnt ihr ruhig mittendrin stellen. Also ja, oder eben am Ende. Also mich stört es nicht. Ja, oder man kann eben zum Beispiel auch übers Fenster ein eigenes DirectX-Device legen und dann darauf zeichnen zum Beispiel. Wird eben auch nicht erkannt oder sollte nicht erkannt werden. Aber zum Thema Anti-Cheat kann ich jetzt in dem Bereich nicht so viel sagen, also fürs Zeichnen, aber es sollte eigentlich auch undetected sein, drauf zu zeichnen. Jetzt kommen wir zu ein paar Tools, die ich euch zeige. Das erste Tool wäre OlliDBG oder Debug. Das ist ein x86-Debugger für Windows. Da kann man sich einen Prozess oder eine Datei eben drin laden und dann eben den Assembler-Code anschauen. Es wird halt genutzt zum Reversen des Spiels. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Funktion habt, die zum Beispiel eure Position setzt, dann wollt ihr natürlich da rausfinden, von wo wird sie aufgerufen, was wird da drin gesetzt, etc. Das könnt ihr dann mit dem Debugger eben rausfinden. Es wird genutzt, um statische Änderungen vorzunehmen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Änderung gefunden habt und
das Spiel ist nicht gepackt und ihr sagt, okay, ich will die Änderung so lassen, dann könnt ihr den Assembler-Code quasi verändern und es auch so als ausführbare Datei dann eben wieder abspeichern. Also das ist dann auch möglich. Und Pattern erstellen nutze ich auch, also dafür nutze ich auch OliDebug, weil das hat ein cooles Plugin, um Pattern zu erstellen. Also Pattern, für die, die es nicht wissen, sind quasi eine bestimmte Anzahl an Bytes, die eben so gesucht werden im Prozess. Und man kann halt auch also eine Wildcard zum Beispiel setzen. Das heißt, an der Stelle darf irgendein Byte stehen. Dadurch kann man sich dann quasi Masken zusammenbasteln, die auch über Patches hinweg eure Funktion wiederfinden. Dafür nutze ich eben OliDebug. Das nächste Tool wäre IDA. IDA ist, falls ihr euch das Bild noch anschauen wollt, ist auch ein Debugger, aber eher für statische Analyse gedacht. Man kann es zwar auch wie OliDebug nutzen, aber ich nutze es halt eher für statische Analysen. Warum sollte man es nutzen? Es hat einen coolen Pseudo-C-Generator quasi, also dank Hexarrays. Das heißt, ihr könnt euch eine Funktion im Assembler raussuchen und dann sagen, okay, ich will jetzt den Pseudo-C-Code. Dann kriegt ihr quasi rechts in einer Übersicht sozusagen einen C-Code, der, wenn ihr euch das ein bisschen länger anschaut, also ziemlich gut Sinn ergibt. Und also ist ein ziemlich cooles Feature. Es unterstützt über 50 Prozessortypen. Also wenn man jetzt nicht nur x86-Architektur Reverse oder irgendwas anderes, also wo ich mich jetzt nicht drin bewege, aber dafür ist IDA eben auch gut gedacht. Und ja, also bietet ziemlich viele Prozessortypen an. Die Lizenzkosten sind 500 bis 1200 US-Dollar, ist ziemlich teuer, ist von Russen auch entwickelt, der Debugger, also, aber ich sag mal nichts. Also es ist teuer, sagen wir es mal so. Dann kommt das nächste coole Tool, was ich auch gerne nutze, wo sich halt die Geister manchmal scheiden, aber ich finde es eigentlich ein ziemlich cooles Tool, und zwar CheatEngine. Habe ich auch schon von Tag 1 eigentlich angenutzt und bin damit quasi in den Bereich reingewachsen. Es ist ein Memory Scanner Editor, das heißt, ihr wisst zum Beispiel, ihr habt einen Float-Wert von 100.0 zum Beispiel und wollt ihn im Prozess finden, dann könnt ihr damit eben danach suchen und ihr könnt halt auch, wenn eine Änderung stattgefunden hat an dem Wert, könnt ihr sagen, okay, filter mir alle Werte raus, die sich jetzt in die Höhe geändert haben oder in die Tiefe sozusagen. Also da kann man ziemlich gut seine Werte finden mit dem Programm. Es hat einen eingebauten Debugger, den ich auch ziemlich gut finde. Also man kann umstellen auf Kernel-Debugging oder VEH-Debugging etc. Also da gibt es eigentlich auch viele Einstellungen für. Es ist auf Game-Hacking ausgelegt, das heißt, es ist halt wirklich auf den Bereich spezialisiert. Also ihr werdet eigentlich alle nötigen Tools oder Gimmicks finden, die ihr braucht, um jetzt zum Beispiel irgendwas Bestimmtes ausführen zu lassen oder passieren zu lassen. Dafür könnt ihr zum Beispiel den Lua-Script-Support nutzen. Das heißt, ihr könnt ein Lua-Script schreiben, was euch immer die Position prüft und dann eben bestimmte Ereignisse erzeugen lässt. Dazu zeige ich auch später noch ein Beispiel im Space Cadet, also von Windows Pinball. Habe ich ein paar lustige Lua-Scripts geschrieben, die ich euch später zeigen werde. Ist damit möglich. Dann der 0.1.0-Editor. Für die, die ihn nicht kennen, also das ist ein Hex-Editor, wie ich jetzt hier aufzähle, ist ein Hex-Editor. Ihr könnt irgendeine Datei, die ihr habt, irgendeinen File, wo ihr das Format nicht wirklich habt oder reversen wollt, könnt ihr da reinpacken und dann eben Analyse betreiben, Strukturen analysieren. Dafür nutze ich es auch gern, wenn ich zum Beispiel irgendeine Klasse habe, also die Bytes von einer Klasse, und ich will jetzt nach und nach die Klasse wieder aufbauen, dann tue ich mir immer die nötigen Werte rauspicken und tue dann eben nach und nach die Struktur von der Klasse eben nachbauen. Man kann Templates erstellen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt ihr könnt sozusagen ein Template erstellen, zum Beispiel eine Structure, so wie ihr sie in C++ schreiben würdet, und könnt sie dann ausführen lassen sozusagen. Und dann wird unter eurem Hexcode quasi die Struktur, so wie ihr sie geschrieben habt, angezeigt. Also er tut dann die Bytes in der Reihenfolge in das Format quasi darstellen, was ihr eben angibt. Ihr könnt Formate nachbauen, das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel von einem Spiel irgendeine Datei und wollt eben rausfinden, wie das Format einfach aufgebaut ist, und das könnt ihr damit eben auch machen, also das Format der Datei nachbauen. Dann noch ein nettes Tool, Reclass, ist aus Unknown Cheats von einem User geschrieben worden, ist ein cooles Tool, um eben auch Klassen und Strukturen im Spiel nachzubauen oder nachzustellen. Ja, ich lasse noch kurz ein Foto machen, bevor ich weitergehe. Und zwar, genau, also man kann Klassen und Strukturen analysieren, sich im Speicher durchwühlen, Pointer verfolgen, etc. Habe ich auch hier nochmal aufgeschrieben. Also wenn ihr V-Tables habt oder Pointer zu bestimmten
Bereichen, dann könnt ihr das eben damit auch verfolgen oder nachbauen. Und ja, man kann Klassenstrukturen erstellen, aufbauen etc. und ja, kann damit sozusagen für die Byte-Region eine bestimmte Klasse eben erzeugen. Und auch wieder Formate nachbauen. Also man kann sich auch eine Datei reinladen sozusagen und dann darf man das Format eben nachstellen oder nachbauen. Das nächste Tool wäre Wireshark, kennen bestimmt einige von euch, ist ja nicht nur im Gamehacking, wird ja nicht nur bei Gamehacking gebraucht. Ja, es ist ein Packet-Sniffer, ihr könnt Pakete, die eben durch eure Netzwerkkarte gehen, könnt ihr eben sniffen, also die eingehenden und ausgehenden. Ja, dafür nutze ich es eigentlich auch zum Pakete analysieren. Also wenn ihr jetzt ein Spiel zum Beispiel gerade am Laufen habt und ihr wollt wissen, ja, was sendet es überhaupt etc., könnt ihr eben die Pakete davon auch sniffen und analysieren und eben auch Verschlüsselung prüfen. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, verschlüsselt das Spiel seine Pakete oder kann ich einfach so die Pakete raussenden etc., dann könnt ihr das eben damit feststellen. Und ja, das wäre es eigentlich soweit zu den Tools. Jetzt kommen wir zum Bereich Memory Hacking. Erstmal, was ist das? Ja, Memory Hacking ist eben, ihr habt einen Speicherbereich und habt da drin natürlich Werte, die das Spiel nutzt oder auf die das Spiel zugreift und ihr ändert die Werte oder lest sie aus oder arbeitet damit einfach. Und ja, das ist eigentlich grob, was Memory Hacking ist. Was ist damit möglich? Viel. Ihr könnt zum Beispiel in manchen Spielen, die halt relativ schlecht gesichert sind, könnt ihr mit nur wenig Arbeit quasi einen Bereich im Speicher finden, wo eure HP drin stehen und euch einfach mal ja 1 Million HP zum Beispiel geben oder sowas. Also je nach Typ, also Datentyp, aber es ist halt zum Beispiel möglich, sowas zu machen oder Positionen verändern etc. Was ist damit nicht möglich? Ihr könnt damit jetzt nicht einfach einen Wert in der Datenbank vom Spiel ändern, ist ja klar, weil ihr befindet euch auf eurem Rechner und also sowas wäre jetzt nicht möglich. Über Umwege könnte man zwar irgendetwas auslösen, was den Server eben eine bestimmte Mitteilung gibt und dadurch Sachen machen, aber das geht zu tief in die Materie, aber sagen wir einfach mal, ist es nicht damit möglich über Memory Hacking. Was halten Anti-Cheat-Systeme davon? Das kommt halt auf das Anti-Cheat-System an und auf den Bereich, in dem ihr halt rumwuselt. Wenn ihr jetzt in einem Bereich seid, der sich in der Punkt-Text-Region befindet, also wo der Programmcode vom Spiel zum Beispiel steht, da haben eigentlich viele Anti-Cheat-Systeme was dagegen, wenn ihr da drin rumfummelt, weil das ist ein Bereich, der sollte sich nicht ändern. Da liegt der Programmcode drin und der ist immer gleich sozusagen zur Laufzeit. Aber ihr könnt zum Beispiel in der Data-Region Sachen verändern. Also das ist eben die Region, die ich vorhin gemeint habe, wenn ich über Memory Hacking rede. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Hooks. Da kommen wir erstmal zum gewöhnlichen Detour. Was ist ein Detour oder was macht ein Detour? Es ersetzt eine Funktion von Beginn an. Ihr habt quasi die Funktion zum Beispiel für das Setzen der Position vom Spiel und setzt euren Detour drüber. Das heißt, die Funktion zeigt zu eurer Funktion. Ihr setzt die Position um oder macht, was auch immer ihr damit machen wollt und gibt ihm dann wieder die Originalfunktion zurück sozusagen oder lässt die Originalfunktion aufrufen. Das ist quasi ein Detour. Die Detection-Rate ist bei einem normalen Detour sehr hoch, weil ihr ersetzt quasi den Start der Funktion mit einem Sprung auf eure Funktion und Anti-Cheat-Systeme können sowas eigentlich in der Regel ziemlich leicht erkennen, weil ihr natürlich in der in der Textregion seid und eben Bytes verändert, die eigentlich sich nicht verändern sollten. Es ist eigentlich ein schöner Hook, das heißt also schön zu schreiben in C++ zum Beispiel. Wollte ich auch noch da angemerkt haben, weil es kommt halt natürlich auch drauf an, womit ihr am liebsten arbeitet. So sieht es ungefähr aus. Es ist eher pseudomäßig gehalten, also es ist nicht 1:1 so, aber das ist eigentlich das Grundprinzip dahinter. Ihr habt links eure Originalfunktion und rechts sozusagen die Funktion, wie sie dann aussehen würde, wenn ihr euren Detour macht. Das heißt, die echte Funktion sieht nicht mehr so aus wie links, sondern es ist quasi die Funktion, die ihr eben als Detour gesetzt habt. In dem Fall ist es einfach ein Return auf meine Detour-Funktion, die ihr unten seht. Also ich return dann statisch immer 1337 und oben wird halt einfach gesagt, return mir das, was die Funktion mir quasi returnt. Also so würde es theoretisch aussehen. Ein Detour in der Assembler-Sicht, also wenn ihr euch den Assembler-Code der Funktion anschauen würdet, würde ungefähr so aussehen. Links erstmal der normale Assembler-Code. Ihr habt das Sichern vom Stack-Register etc., also
Das ist einfach nur ein x86 Assembler-Code von der Funktion. Rechts würde es dann so aussehen, dass nicht mehr der Stack gespeichert wird sozusagen, sondern es wird ein direkter Jump zu eurer Funktion gemacht. Und das sind eben die Sachen, die ein Anti-Cheat-System erkennt, also diesen Sprung, weil es sind natürlich ganz andere Bytes. Und ganz unten kommt dann quasi irgendwo im Speicher, steht dann eure Funktion, zu der gesprungen wird. Und die macht dann eben andere Sachen mit der Funktion. In dem Fall einfach nur wird etwas in ERX geschrieben und dann eben returned. Und dadurch, dass es ein Jump ist, würde auch nicht nochmal zur Originalfunktion returned werden, sondern direkt das, was ihr festlegt, würde eben ausgeführt werden. Dann gibt es einen Mid-Function-Hook. Was ist ein Mid-Function-Hook? Es hookt quasi mitten in der Funktion. Ihr habt eine bestimmte Stelle in der Funktion. Es muss halt nicht direkt der Anfang sein, sondern irgendwo weiter unten habt ihr eine Stelle, die ihr eben als Hook nutzt. Das heißt, ihr setzt da den Sprung zu eurer Funktion und verändert dadurch die ersten Bytes gar nicht, sondern ihr setzt da eben den Sprung. Aber ich zeige es gleich noch. Also ich neige dazu, eben ziemlich schnell zu viel zu erklären, obwohl ich es eigentlich später mache. Deswegen belassen wir es erstmal dabei. Ich zeige gleich noch, wie genau ein Mid-Function-Hook aussieht. Die Detection-Rate ist relativ hoch. Ihr tut zwar viele Anti-Cheat-Systeme dadurch austricksen, dass ihr die ersten Bytes in Ruhe lässt, weil viele Anti-Cheat-Systeme denken sich halt, okay, ich will das Spielerlebnis nicht beeinträchtigen, indem ich zu viele Sachen prüfe, sondern ich tue eben nur das Nötigste prüfen. Die prüfen dann eben zum Beispiel von jeder Funktion nur die ersten 7 Bytes. Ist auch relativ bekannt, dass sie das machen. Und wenn ihr mit Function macht, könntet ihr solche Anti-Cheat-Systeme zum Beispiel umgehen. Es ist ein relativ hässlicher Hook, dadurch, dass ihr eben mit Inline-Assembler sozusagen ein bisschen arbeiten müsst. Ihr könnt nicht einfach nur, wenn ihr die Calling-Convention der Funktion habt, quasi die Funktion so direkt nachbauen sozusagen, sondern ihr müsst halt im Assembler-Code einen Sprung setzen zu eurem Code und das sieht halt relativ hässlich aus. Das wollte ich halt auch angemerkt haben, bevor sich manche denken, okay, nehme ich halt einfach das. So würde es in Assembler aussehen, also nicht in Assembler, sondern es würde quasi direkt wie ein, also es würde auch wieder wie ein normaler Detour aussehen. Dadurch, dass ihr eben die ersten Bytes in Ruhe lässt, ändert ihr ja nicht den Detour an sich. Also ihr springt ja immer noch zu eurer Funktion. Das heißt, es wird kein Originalcode ausgeführt, sondern nur dieses Stack speichern etc. Nur das steht ja noch da und wird ausgeführt. Deswegen würde es theoretisch genauso aussehen wie ein normaler Hook. Aber in Assembler, wenn wir uns da den Code mal ansehen, sehen wir direkt, es sieht anders aus. Die ersten Bytes habe ich jetzt nur aufgeschrieben, weil das eigentlich die wichtigen sind, also die ersten Instruktionen, die ihr links seht. Und nachher würde es eben so aussehen, die ersten Instruktionen werden auch ganz normal ausgeführt, aber danach kommt eben der Sprung zu eurer Funktion. Und wie die aussieht, seht ihr dann unten. Ich habe es ein bisschen eingerückt auf die nächste Spalte, damit man das eben noch sehen kann. Also unser Detour würde dann so aussehen, wir tun das wieder säubern, was von der echten Funktion ausgeführt wurde. Also das Pushen von den Registern und die müssen wir halt wieder poppen. Das müssen wir machen, weil die Echtfunktion kann es nicht mehr machen, weil wir eben nicht dafür gesorgt haben. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, spring zu dieser Stelle in der Originalfunktion und dann würde die Originalfunktion wieder das Stack pushen, das Stack säubern machen. Könnte man auch machen. Also die Kreativität, also eigentlich ist da eure Kreativität gefragt, wie ihr das machen wollt. Also macht niemand jetzt genau eins zu eins gleich. Also ja. Als nächstes kommt eben V-Table Detour. Was ist ein V-Table Detour? Es ersetzt den Pointer zu der Originalfunktion in der V-Table. Das heißt, da wo die Adresse der echten Funktion steht, steht nicht mehr die echte, sondern eure. Und dadurch wird eure Funktion aufgerufen. Das ist erstmal Gruppen V-Table Detour. Die Detection-Rate ist sehr gering, dadurch, dass ihr euch nicht mehr in der Textregion befindet, also quasi, wo der Programmcode steht, sondern in der Data-Region, wo eben alles Mögliche an Daten stehen kann. Da liegen die V-Tables, ich sag mal, in der Regel. Es kann auch anders aussehen, also wenn die V-Table immer gleich ist, also wenn die Funktionen immer an derselben Stelle sind, kann es auch passieren, dass eben es in der Textregion ist, aber in der Regel ist es in der Data-Region. Dadurch ist die Detection-Rate sehr gering. Es ist ein relativ schöner Hook. Also wenn ihr den Hook dafür schreibt, sieht so aus, ihr setzt einfach den Pointer zu eurer Funktion und die Funktion sieht halt genauso aus, wie sie aussehen soll. Also wie ihr sie eben in C einfach schreiben würdet. So sieht es eben theoretisch aus. Ihr habt links zum Beispiel eine Klasse, in dem Fall Obst, und ihr habt hier eine virtuelle Funktion. In dem Fall ist es einfach ist lecker, eine Boolean-Funktion. Rechts habt ihr einfach mal zwei Funktionen. Einmal die Klasse Banane, die sagt eben, okay, ich will von der Klasse Obst erben und setze dann eben den Wert zu dieser Funktion. Also ich beschreibe die Funktion ist lecker.
Und dadurch wird der Pointer in der V-Table gesetzt. Das heißt, jetzt steht in diesem Pointer also ein Zeiger quasi zu der Funktion, die eben nichts anderes macht als True Return. Bei Public Obst wird eben Return Maybe gemacht. C plus ist gleich oder ja, egal. Es ist eigentlich, beides macht dasselbe. Es setzt einfach sozusagen im Hintergrund einfach einen Pointer auf in der V-Table. So würde es eigentlich im Spiel zum Beispiel aussehen. Und so würdet ihr jetzt zum Beispiel ein V-Table-Dito machen. Das sieht vielleicht relativ verwirrend aus. Ich wusste auch nicht, wie ich es am besten darstelle. Ich versuche es einfach mal zu erklären. Links ist jetzt einfach irgendeine Funktion vom Spiel. In dem Fall ist Alive. Die sagt einfach, ob der Spieler am Leben ist oder der Gegner. Und da wird ein Funktionscall gemacht auf die Methode getHealth. Und was wir jetzt machen, ist, wir ändern die Adresse von getHealth zu unserer eigenen. Und dafür brauchen wir erstmal die Adresse der V-Table. Die kann man eben auch relativ schnell rausfinden, wenn man Reverse Engineering betreibt, dann findet man schnell, okay, wo ist denn der Anfang der V-Table? Es ist generell so, dass es im Speicher in der Klasse an erster Stelle steht. Das heißt, wenn ihr eine Klasse habt, sind die ersten 4 Bytes ein Zeiger auf die V-Table. Und so findet ihr eigentlich generell immer die V-Table von einer bestimmten Klasse. Und dann nehmt ihr die Adresse und rechnet da das Offset zur Funktion drauf. Also zum Beispiel, wenn es die dritte Funktion ist, einfach 3x4 als Offset draufnehmen. Dann seid ihr genau bei den Bytes, die ihr überschreiben wollt. Und da setzt ihr einfach den Wert auf eure Funktion. Also ihr speichert euch erstmal den echten Pointer. Dann wisst ihr erstmal, wo liegt die Originalfunktion, falls ihr sie aufrufen wollt, und setzt einfach eure Funktion dahin, also die 4 Bytes zur Adresse eurer Funktion, wie ich hier eben gezeigt habe mit dem und dann eben D is alive. Dadurch würde dann immer unsere Funktion aufgerufen werden, die eben true returned. Das wäre eben quasi, wie es in C aussehen oder C++ aussehen würde. Hier nochmal in Assembler-Sicht. Es ist relativ klein gehalten, weil da gibt's eigentlich nicht großartig viel zu erklären, und zwar der Call im Assembler-Code, der sieht einfach so aus, dass da nicht normal Call-Adresse steht, sondern da steht eben ein Pointer quasi. Also da steht, gib mir Call, die Funktion, die eben in dieser Adresse liegt. Und der Call sieht immer gleich aus. Also das heißt, er liegt auch in der Textregion vom Programm. Auch an die Cheat-Systeme prüfen diese Stelle. Und danach, nach eurem Detour, sieht die Stelle genauso aus, weil die V-Table ändert ihr ja nicht. Ihr ändert nur einen Wert in der V-Table. Und unten seht ihr zum Beispiel jetzt, ihr könnt euch vorstellen, das wäre eine Stelle in der V-Table, die Adresse unten links. Da steht vorher ein Pointer zu isAlive vom Spiel und dann eben der isAlive-Code irgendwo. Aber danach sieht es eben so aus, dass an dieser Stelle nicht mehr die echte Funktion steht, sondern Pointer zu eurer Funktion. Und ja, dadurch, dass es eben in einer anderen Region ist, würde es nicht gescannt werden. Jetzt kommen wir zum Thema Packet Hacking. Erstmal, was ist das? Ihr könnt eben über Pakete sozusagen Werte an den Server senden, die euer Client gar nicht bestimmt hat, und dadurch eben Sachen auslösen. Oder ihr ändert Werte, die der Server euch sendet, und sagt dem Client einfach, hey, du hast einen Speedbuff bekommen, und dadurch rennt ihr auf einmal schneller und der Server weiß aber nichts davon. Was ist damit möglich? Eigentlich alles, was mit dem Client selbst möglich ist, also über Memory Hacking, weil alles, was euer Client entscheidet und zum Server sendet, wird ja über Packets geschickt, und dadurch könnt ihr eben genau dasselbe auslösen. Was ist damit nicht möglich? Es ist nicht möglich, Sachen zu zeichnen. Zum Beispiel, so ein ESP wäre damit jetzt nicht möglich, außer das Spiel selbst bietet irgendwie die Funktion. Zum Beispiel jetzt Call of Duty oder sowas, da gibt es ja irgendeinen Perk, womit man Gegner sehen kann, da wäre es halt möglich, aber generell ist es halt sowas nicht möglich. Oder ein Aimbot im Sinne von, ihr seht, wo ihr hinzielt, würde damit auch nicht möglich sein. Was zum Beispiel möglich wäre, wäre ein Invisible Aimbot, das heißt, ihr seht gar nicht, dass ihr gerade jemanden angeschossen habt. Sowas könnte man halt über Packets machen, aber macht generell nicht viel Spaß. Also man will ja auch sehen, wie man gerade umgebracht hat. Vorteil gegenüber Memory Hacking, ihr habt weniger Arbeit. Also wenn jetzt bei Memory Hacking würdet ihr die Funktion hooken, die Stelle finden, eventuell einen Pattern machen, damit ihr bei einem Update wieder die Stelle findet, würdet einen Hook schreiben etc. Also es ist viel Aufwand. Beim Memory Hacking würdet ihr euch einfach den Opcode speichern, also das erste Byte, womit das Spiel erkennt, dass es die Funktion ist. Das würdet ihr euch eben rausschreiben müssen, oder das müsstet ihr wissen. Und ihr müsstet eben wirklich nur die Paketfunktion selbst hooken. Das heißt, ihr macht einen Hook und könnt damit viele Hacks auslösen. Beim Memory Hacking würdet ihr für jeden Hack einen eigenen Detour schreiben. Es ist relativ kleiner, also es ist viel kleiner als
normaler Memory Hack und ja, es ist relativ leicht zu updaten, weil an den Opcodes selbst, also diese Codes sozusagen für die Funktion, die ändern sich eigentlich so gut wie nie. Also kommt natürlich auch aufs Spiel an, aber in der Regel ändern die sich eigentlich nie, es werden nur neue draufgepackt. Methoden, also welche Methoden gibt es, um eine Paketfunktion jetzt zu hooken oder eben Pakete zu senden und zu empfangen? Erstmal ein Hook von, also in Windows wäre es jetzt zum Beispiel WSA-Send oder WSA-Receive, also die ganz normale WinAPI-Funktion, die eben euch diese Möglichkeit zur Verfügung stellt, Pakete zu senden oder zu empfangen. Wenn ihr die hookt, dann könntet ihr eben Pakete, die, aber auch wenn, also wenn sie verschlüsselt sind, würdet ihr auch die verschlüsselten Pakete bekommen. Das heißt, ihr müsstet die erst entschlüsseln. Das ist halt jetzt der Nachteil, wenn ihr es darüber macht. Ihr könnt aber in dem Fall die spieleigene Paketfunktion hooken. Das heißt, wenn das Spiel eine Funktion hat, die Entschlüsselung macht, bla bla bla, und dann die WinAPI-Funktion aufruft, also WSA sind, dann habt ihr das entschlüsselte Paket, dadurch, dass das ja erst später ausgeführt wird. Und das ist eigentlich eine relativ coole Methode, weil ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen, ums Verschlüsseln etc. der Pakete. Dann die dritte Methode wäre WinPCAP, also quasi ein Treiber, der sozusagen euch die Möglichkeit bietet, die Pakete also auszulesen, die gesendet oder empfangen werden. WinPCAP wird zum Beispiel von Wireshark genutzt, ist halt einfach ein Treiber, den gibt es unter Linux und halt auch unter Windows. Ja, damit könnt ihr eben immer die ausgehenden Pakete empfangen oder auslesen und die gesendeten. Was ihr dann nicht machen könnt, ist, ihr könnt jetzt nicht irgendeine Funktion, irgendein Paket blockieren oder ersetzen. Das heißt, wenn das Spiel gesendet hat, ihr seid tot, dann könnt ihr das nicht unterbinden. Aber ihr könnt wissen, dass das der Server jetzt weiß. Das heißt, das ist ein Nachteil. Also das zerstört halt viele Hacks, die damit möglich wären. Jetzt kommen wir zum Bereich Reverse Engineering. Erstmal, was ist das? Viele wissen es von euch, aber ich tue es trotzdem ansprechen. Für die, die es nicht wissen, es ist halt einfach, ihr habt irgendeine Funktion im Assembler, also x86 Assembler, habt ihr irgendeine Funktion oder irgendeine Tätigkeit, die ausgeführt wird. Und ihr wollt natürlich wissen, wer löst die aus oder welche Funktion löst die aus? Was genau wird hier überhaupt gemacht? Dann müsst ihr eben reverse engineeren, also quasi die Funktion nach hinten wieder aufbauen. Also ihr müsst quasi Stück für Stück zurückgehen und dann immer wissen, ah, okay, hier hat er quasi jetzt den Wert gesetzt. Und davor hat er das und das vorbereitet. Also das ist einfach dieses Rückwärtsdenken der Funktion. Kenntnisse, die man dafür braucht, x86 Assembler-Instruktionen. Die gängigsten sollte man eigentlich wissen, zum Beispiel Move, also wenn Speicherwert gemoved wird oder ein Register. Oder ja, zum Beispiel FLD, also wenn Float geladen wird beispielsweise. Also es gibt da halt relativ viele Instruktionen, die halt häufig genutzt werden, die sollte man eben beherrschen. Die anderen kann man sich nach und nach eben aneignen, wenn man eben es braucht. Wofür braucht man das? Klar, wenn man jetzt einen Hack schreiben will, dann muss man eben natürlich bestimmte Sachen reversen. Also ohne das kommt ihr halt nicht ans Ziel. Und dafür braucht man es natürlich, wenn man eben einen Hack schreiben will. Wie geht man vor? Man hat einen Debugger, zum Beispiel Audi Debug oder den Cheat Engine Debugger. Und man hat einen Wert. Und der Wert, ihr wollt wissen, wer setzt diesen Wert. Dann setzt ihr einen Breakpoint auf diesen Wert und der Prozessor stoppt eben sozusagen. Also wenn dieser Wert aufgegriffen oder eben beschrieben wird. Also das könnt ihr entscheiden, ob ihr jetzt einen bei Write sozusagen breakt oder bei Read. Und ihr sagt euch, okay, ich will wissen, wer beschreibt die Adresse. Dann setzt ihr einen Breakpoint für Write-Instruktion, also sobald der Bereich beschrieben wird und der Prozessor breakt sozusagen dann in dieser Stelle, also er tut einen Flag sozusagen auslösen, also und der Debugger weiß dann, okay, jetzt ist an der Stelle dieser Break eingetroffen sozusagen. Also so genau kann ich es jetzt nicht beschreiben, also es gibt da natürlich Fachbegriffe, aber das ist eigentlich im Grunde, wie es passiert. Also der Break wird ausgelöst und ihr könnt dann sozusagen jetzt steppen, also quasi immer ein Stück nach vorne gehen, Werte vorher verändern, bevor sie ausgeführt werden. Und darüber würdet ihr dann quasi reversen. So würde es zum Beispiel aussehen. Ihr habt jetzt den Assembler-Code von einer Funktion und der Break ist bei Move ECX14 EDX eingetroffen. Dann wisst ihr, okay, der Wert, der draufgeschrieben wurde, liegt im EDX-Register und die Adresse, die beschrieben wurde, steht im ECX-Register auf Offset 14 zum Beispiel. Das könntet ihr daran schon erkennen. Und dann könntet ihr auch erkennen, okay, woher nimmt er sich den Wert aus dem ECX-Register, also den Wert, der draufgeschrieben wird. Und das seht ihr eben eine Zeile oben drüber. Er wird aus dem EBP-Register
auf Offset 8 geholt. Und dann geht ihr natürlich einen Schritt weiter. Jetzt müsstet ihr zum Beispiel wissen, was liegt im EBP-Register und so weiter. Also ihr müsstet immer einen Schritt nach hinten gehen. In dem Fall würde halt einfach nur eine Funktion aufgerufen werden und der Parameter, also der Parameter der Funktion würde sozusagen als Wert genutzt werden. Der zweite Parameter. Und ja, das ist halt, wie es aussehen würde. Zu unserem Szenario jetzt, wir wollen Space Cadet hacken. Da haben wir erstmal Vorbereitungen zu treffen, und zwar, was wollen wir hacken? Da machen wir uns erstmal Gedanken dazu. Zum Beispiel, was ist möglich? Wir haben die Position des Balls und wir haben eine Punktezahl. Also mehr ist mir da erstmal nicht eingefallen. Aber es kann ja jedem noch was anderes einfallen und dann machen wir uns natürlich erstmal Gedanken dazu. Jetzt suchen wir uns einen Anhaltspunkt. Wie können wir zum Beispiel die Position des Balls finden? Wir müssen natürlich erstmal wissen, okay, wir haben eine Position und die kann sich ändern, hoch, runter, links, rechts. Das heißt, wir suchen uns irgendeinen unbekannten Float-Wert sozusagen und würden dann eben suchen, also den Ball kurz bewegen lassen und dann eben einen Wert suchen von den Werten, der sich geändert hat. Und das heißt, solche Anhaltspunkte brauchen wir einfach, um überhaupt einen Wert zu finden. Oder die Punktzahl, die wir aktuell haben, ist ein Anhaltspunkt. Wir suchen nach diesem Wert, ändern ihn und suchen nach dem Wert, der sich geändert hat. Wir können es zum Beispiel schon mal, also Pinball in IDR laden lassen, wenn wir IDR haben, um eben, falls wir jetzt eine Funktion haben und wollen wissen, ah, okay, was steht denn hier aus, also ein Pseudo-C-Code, also wenn ihr wissen wollt, was als Pseudo-C-Code da steht, solltet ihr IDR schon mal laufen lassen, weil es kann je nach Größe der Datei ziemlich lang dauern, bis er da alles gemacht hat, deswegen nimmt man sich am besten die Zeit und macht es schon von Anfang an. Erster Schritt, wir wollen die Position suchen. Das würde so aussehen, wir suchen erstmal einen unbekannten Float-Wert. Zum Beispiel, ja, wir sind ganz unten rechts beim Start und dann suchen wir einfach einen unbekannten Float-Wert. Jetzt erhöhen wir den Wert oder erniedrigen ihn sozusagen, also wir ändern ihn einfach. Wir tun einfach mal Leertaste gedrückt halten, der Ball springt hoch und jetzt wissen wir, okay, der Ball hat sich geändert. Dann suchen wir einen Float-Wert, der sich geändert hat, Cheat Engine filtert ihn. Also wir arbeiten jetzt mit Cheat Engine. Also müsst ihr euch gedanklich vor Augen halten. Und dann ändern wir die Ballposition nochmal. Also wir lassen einfach weiterlaufen, der Ball fliegt höher, wir stoppen, dann suchen wir den Wert, der sich jetzt wieder geändert hat. Nach und nach filtert ihr das eben runter. Hier habe ich es einfach so veranschaulich, einfach go to Suchstart. Also ihr wiederholt den Prozess, bis ihr eben die Werte habt, die ihr braucht, um eben vorher zu filtern. Danach nehmen wir mal an, ihr habt 5 Werte und die Werte unterscheiden sich nicht mehr großartig, also sie ändern sich alle. Dann müsst ihr jetzt wissen, okay, welcher ist der Wert, der auch die Position des Balls beeinträchtigt. Dann könnt ihr Folgendes machen, ihr setzt einfach nach und nach mal einen Wert auf 10, geht ins Spiel, guckt, ob sich die Ballposition geändert hat, wenn nicht, nächsten Wert auf 10 setzen, das macht ihr mit allen Werten und irgendwann habt ihr den Wert, der wirklich die Position im Spiel ändert. Dadurch filtert ihr dann nochmal den richtigen Wert raus. Danach würden wir einen Breakpoint auf die Position des Balls genommen, würdet ihr einen Breakpoint da drauf setzen. Und danach eben gucken, okay, wo setzt der Wert ein? Wenig reversen habe ich jetzt einfach geschrieben, damit ihr wisst, okay, jetzt würden wir quasi, uns die Funktion halt einfach anschauen, um zu prüfen, okay, was wird da gemacht? Es war in dem Fall ziemlich einfach, deswegen habe ich das jetzt nicht gezeigt. Es war einfach eine Funktion, die halt innen drin einfach die Position aus den Parametern gesetzt hat. Wenn wir die Position gefunden haben, die Funktion gefunden haben, die die Position setzt, dann schauen wir es uns mal in IDA an. Und ich habe es natürlich nicht von Anfang an gemacht, deswegen habe ich erstmal mir den Assembler-Code angeschaut, sozusagen darüber die Funktion gefunden. Und als ich mir dann den IDA angeschaut habe, habe ich auch links, ich weiß nicht, ob man es hier erkennt, habe ich dann gesehen, okay, die Symbole der Datei waren schon drin. Also das heißt, links konnte ich mir alle Funktionsnamen anschauen, alle Klassennamen etc. Das heißt, ich hätte mir eigentlich Arbeit sparen können. Ja, aber hat mir dann später viel Arbeit weggenommen, als ich dann die Funktionsnamen hatte. Ja, so würde es jetzt in IDA aussehen. Rechts habt ihr den Pseudo-C-Code. Ich kann mal reinzoomen. Soll ich mal reinzoomen? Okay. Warte, so. Also es ist erstmal nicht wirklich viel zu erkennen. Ihr habt zum Beispiel den Wert this plus 8e, da müsstet ihr wissen, okay, was ist das? Das sagt euch natürlich ideal nicht, aber ihr müsstet dann halt einfach mal zu der Adresse vom this-Pointer gehen und dann das Offset 8e nehmen und dann wüsstet ihr, welcher Wert da drin liegt. Aber ihr könnt euch halt viel Funktion davon quasi selbst ausdenken. Also in dem Fall wüssten wir zum Beispiel, okay, es werden Float-Werte
multipliziert. Wahrscheinlich ist da ein Multiplier für die Ballposition. Also wenn der Ball sich gerade bewegt, dann gibt es ja einen Multiplier, der die Position ändert und der ist, sitzt wahrscheinlich da rechts. Also das ist dann wahrscheinlich die Direction oder sowas. Also das können wir eben da rauslesen. Und ja, das war halt einfach die Funktion, die eben die Position des Balls setzt. Und am Ende wird eben Render Ballset aufgerufen und der ist halt einfach fürs Rendern des Balls zuständig. Ja, danach können wir die Klassen analysieren, weil IDA hat uns ja nicht die Funktion, die Wertnamen gesagt. Also er sagt uns nicht, okay, das ist die Y-Achse, das ist die X-Achse, müsst ihr selbst rausfinden. Das könnt ihr halt einfach machen, indem ihr die Adressen nimmt, sie mal in Cheat Engine öffnet und dann halt einfach mal ändert und euch anguckt, was im Spiel passiert. Und darüber würdet ihr dann nach und nach quasi die Werte sozusagen aus der Klasse rausfinden können. Danach machen wir uns Gedanken, was können wir damit machen. Wir haben jetzt bestimmte Sachen gefunden. In dem Fall haben wir die X- und Y-Position des Balls gefunden, dann die X- und Y-Direction, also in die Richtung, in die der Ball sich bewegen wird, und die Velocity des Balls, also die Geschwindigkeit des Balls, wie schnell er sich bewegen kann, haben wir auch rausgefunden. Und die aktuelle Punktzahl des Spielers, die wir eben rechts sehen. Das sind jetzt einfach mal die Werte, die wir gefunden haben. Und jetzt machen wir uns Gedanken, was können wir damit hacken. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und der erste Hack habe ich einfach mal Derp-Score genannt, weil ich fand, das ist ein ziemlich lustiger Name und ja. Und zwar, was wir da machen, ist, wir speichern uns die Position des Balls, die X- und Y-Position. Wir prüfen immer, ändert sich der Score? Wenn er sich ändert, dann setzen wir die Position wieder auf den vorigen Wert. Das heißt, wir gehen irgendwo hin mit dem Ball, machen einen Score, machen wieder einen Score, der Ball geht immer wieder zurück. Profit, haben wir was davon? Wer weiß, es macht Spaß. Ja, den Hack kann ich euch mal zeigen. Ich tue mal kurz die Slideshow beenden. Das muss ich jetzt mal hier testen. So, das ist jetzt einfach das beliebte Space Cadet. Jetzt öffne ich, Moment, ich ziehe es mal rechts rein. Hier. So, jetzt öffne ich Cheat Engine. So. Und hier, was ich jetzt mache in Cheat Engine, ich tue quasi Cheat Engine an den Prozess attachen. Das heißt, ich klicke hier, also ich muss hier hingucken, weil ich sehe es nicht auf dem Bildschirm. Ich suche mir jetzt den Prozess aus, den ich eben brauche. In dem Fall ist es die Pinball-Echse. Klicke auf Open und jetzt könnte ich zum Beispiel hier eben die Werte suchen. Ich weiß nicht, interessiert euch das, wie man die Werte sucht, weil dann könnte ich das auch noch kurz zeigen. Okay, das habe ich nämlich nicht mit Bildern geregelt. Das tut mir leid, aber dann kann ich es jetzt machen. Wir können uns jetzt hier zum Beispiel mal einen Float-Wert raussuchen. Wir ändern hier den Wert auf writable, also wir setzen ihn einfach auf gray. Also Cheat Engine hat da verschiedene Einstellungen. Wenn wir nur den Haken setzen würden, dann würde er uns eben nur die Bereiche suchen, die auch writable sind. Also es gibt ja verschiedene Flex, die einen Bereich hat im Speicher. Wenn wir ihn unchecken, dann würde er gar nicht diese Bereiche durchsuchen. Und wenn wir es eben auf, ich weiß nicht, wie man es nennt, Gray oder, also wenn er diese Funktion hat, dann interessiert es ihn nicht, ob es writable oder nicht writable ist. Er würde halt alles suchen. Deswegen setze ich meist die Werte immer so. Hier unten bei Fastscan können wir eben sagen, okay, nach jedem Fund, wie viele Bytes springst du jetzt weiter? In dem Fall sind es 4 Bytes, das heißt, er würde alle 4 Bytes als Wert nehmen. Und jetzt suchen wir einfach mal einen unbekannten Float-Wert. Dafür wähle ich hier oben quasi Unknown Initial Value aus, mache einen First Scan. So, jetzt habe ich hier 10 Millionen Funde, das sind alles Float-Werte. Ich weiß natürlich nicht, welcher Wert ist jetzt meine X-Position, deswegen Sound hört man jetzt nicht, aber... Ah doch, müsste man gleich hören. Okay. Das ist quasi eine Kommazahl, also zum Beispiel kann... Ja, aber im Speicher, das ist ja erstmal einfach ein Wert. Ja, aber es ist kein Integer, also das ist... ja, es könnte... Ach so, ja, wir haben... ja, das könnte halt auch sein, aber meistens wird halt für die Position Float genutzt, deswegen habe ich halt direkt Float genommen. Tut mir leid, das hätte ich auch noch ansprechen können, aber gut, dass du es ansprichst. Also ich habe mir halt einfach Gedanken gemacht, okay, welchen Typ könnte jetzt die Position haben? Wie gesagt, meistens ist es Float, also eine Kommazahl, deswegen habe ich das hier halt einfach als ersten Wert genommen. Ich könnte aber jetzt auch Integer raussuchen, aber ich bleibe jetzt einfach mal bei Float. Jetzt ändere ich mal den Wert und pausiere das Spiel mit F3. Jetzt hat sich der Wert geändert und jetzt wähle ich mal hier aus Change it Value. Also der Wert hat sich geändert, wir wissen nicht, ob es ins Positive oder Negative gegangen ist. Deswegen suchen wir jetzt einfach mal nach X-Scan. Jetzt wurden die Werte gefiltert. Das sind jetzt alles Werte, die sich überhaupt geändert haben. Das heißt, da kann alles Mögliche drin liegen. Es können auch Speicherbereiche sein, die gar kein Float sind, sondern einfach nur Bytes.
Aber Cheat Engine sieht erstmal alles als diesen Typ an. Das heißt, er gibt alle Werte aus, die sich geändert haben. Jetzt können wir es weiterlaufen lassen. Es ist jetzt nach unten gegangen. Jetzt suchen wir einfach mal wieder Change, weil wir wissen halt, wie gesagt, nicht, in welche Achse es sich ändert, ob ins Positive oder Negative. Jetzt klicken wir einfach mal ins Spiel, machen gar nichts, die Position hat sich nicht geändert. Und jetzt suchen wir Unchanged Value. Das heißt, er sucht mir jetzt alle Werte raus, die sich gar nicht geändert haben. Und so würde ich quasi nach und nach meine Werte filtern. Das werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal machen müssen. So, jetzt hat sich wieder geändert der Ball, dann Changed Value. Jetzt habe ich hier unten 123 Funde. Klicke ich mal wieder. So, Moment. So, Ball ist unten, Changed Value. Klick ins Spiel rein. Unchanged. Also es ist ein relativ mühseliger Prozess, das immer zu machen, aber man muss sich halt daran tasten an den Wert. Anders geht es halt nicht. Jetzt gehe ich mal wieder hoch. Changed. So. Jetzt. Das Spiel setzt die Position immer wieder zurück auf diesen Wert. Das heißt, es kann sein, dass es sich in der Kommazahl ein bisschen geändert hat, also dass der Ball ein bisschen nach unten gezogen wurde. Dadurch ändert sich auch der Wert, weil das sind ja 16 Nachkommastellen zum Beispiel, oder ich glaube 10. So genau weiß ich das gar nicht, aber es ändert sich halt generell der Wert. Und das Spiel setzt ihn ja immer wieder hoch. Das heißt, es kann sich halt schon ändern. Deswegen lasse ich es einfach gepausiert, weil da ändert sich gar nichts. Und deswegen habe ich es so gemacht. Also man muss halt einfach so Gedanken darüber machen, wie kann ich den Wert am besten finden. Aber das ist eine Sache, die tut man sich nach einer Zeit aneignen. Und man weiß, wie meistens die Reaktion auf eine bestimmte Sache ist. Und muss man einfach mal mit rumspielen. Jetzt nehme ich mir einfach mal die Werte, weil ich sage jetzt einfach mal, großartig viel werde ich jetzt auch nicht filtern können. Das ist jetzt einfach eine Entscheidung, die ich einfach mal treffe. Und jetzt gucken wir uns mal die Werte an. Wir nehmen jetzt einfach mal uns einen Float-Wert, der keine Potenz hat. Jetzt nehmen wir einfach mal die hier. Nehmen wir uns einfach mal ein paar Werte. Den Wert. Ah nee, das ist zu hoch. Also ich entscheide jetzt einfach mal, dass 111.000 eine viel zu große Zahl ist. Deswegen nehme ich die mal raus. Kann man hier. Ach fuck. Okay, wir wählen es nochmal an. Zack. Es tut mir leid, wenn ich jetzt eure Zeit quasi damit stehe, aber ich will es einfach mal zeigen. So, nehmen wir uns einfach mal die Werte. Was wir jetzt machen ist, links habt ihr eine Checkbox, die sagt, soll der Wert gefreezed werden, also soll dieser Wert beibehalten werden. Wir machen jetzt einmal einen Haken. Jetzt dürfte sich, wenn wir den richtigen Wert gefunden haben, die Position nicht ändern. Tut sie aber, deswegen wissen wir, dass rechts kann nicht die Y-Achse drin stehen. Was wir jetzt machen ist, wir machen den Haken wieder raus und tun jetzt einfach mal die Werte rauslöschen, weil wir brauchen sie nicht mehr. Jetzt suchen wir uns mal von unten noch ein paar Werte raus. Das ist zu groß. Das kann ich auch machen, aber ich weiß halt nicht, ich habe mir keine Gedanken jetzt gemacht, wie groß der Wert sein könnte, weil das bleibt dem Spiel selbst überlassen. Es könnte sagen, okay, ganz unten ist zum Beispiel 11.000 und ganz oben ist, nicht 11.000, aber zum Beispiel 1.000 oder 100. Kann man die Chip-Anzahl? Ja, das kann man machen. Also man kann, was man alles auswählen kann, ist man kann sagen, die Zahl ist größer als das, was ich festlege. Ich könnte alle Werte suchen, die größer als 100 sind. Ich könnte sagen, okay, der Wert hat sich einfach nur zum letzten Scan in die Höhe geändert. Ich könnte sagen, es hat sich verkleinert, es hat sich um 10% verkleinert, könnte ich mit Increased Value beisagen. Ich könnte sagen, hat sich überhaupt nicht geändert. Das sind halt die Entscheidungen, die ich treffen könnte. Aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei, weil ich habe jetzt unten meine Werte und deswegen tun wir jetzt einfach mal weitersuchen. Ich nehme mir die Zahl hier. Da. Ja? Wo? Ja? Das wissen in dem Sinne nicht, weil wir wissen nicht, wo welcher Bereich ist. Also wir sehen zwar die Adresse, aber wir wissen nicht, ob das jetzt ein Stack ist, ob es einfach irgendein Buffer ist, ob es irgendeine Spielklasse ist. Das können wir anhand der Adresse nicht wirklich feststellen. Also dafür müssten wir jetzt erstmal die Funktion haben, die die Position nutzt und dann eben gucken, okay, wo liegt die Adresse vom Stack? Oder woher nimmst du die überhaupt? Die Adresse, nimmst du sie aus dem Stack oder aus einer Klasse? Also deswegen, also die
das kann man jetzt nicht wirklich daraus aussagen. Und man kann halt die Adresse sehen, aber wirklich sagen, okay, wirklich eine Entscheidung treffen kann man dadurch jetzt nicht. Also wir haben jetzt nur noch 6 Minuten, deswegen würde ich das jetzt einfach mal beschleunigen. Wir nehmen jetzt den Wert. Nee. Ach man, egal, wir lassen den Wert jetzt einfach so. Viel kann jetzt auch nicht passieren. Wir nehmen uns einfach mal ein paar Werte. So, jetzt freezen wir die mal, gucken, ob sich was ändert. Okay, da liegt die Adresse auch nicht bei. Ich tue mich ein bisschen beeilen. Also so. Könnte ich auch machen, also das ist auch eine Idee, aber ich habe halt schon ein bisschen damit rumgespielt und ich habe halt gesehen, okay, ja, kann ich machen. Machen wir es einfach mal so. Die Hälfte, oh, Moment, so. Dann, ja, jetzt sehen wir, der Ball setzt sich immer wieder zurück. Da wissen wir, okay, er ist nicht in der oberen Hälfte. Nehmen wir jetzt einfach mal alles weg. Jetzt nehmen wir die Hälfte. Okay, da ist es nicht, weil der Ball hat sich halt gelegt, deswegen ist es da auch nicht. Also ist es da nicht. So, jetzt probieren wir die Werte mal aus. Okay, da liegt der drin. So. Jetzt löschen wir die hier oben mal. Achso, ja, waren ziemlich wenige Werte, aber nein. So, jetzt nehmen wir einfach mal hier ein paar Werte raus. Ja, der hat es direkt. Ja, also, falls euch wundert, warum das so ruckelt, das liegt einfach daran, dass das Freezen in dem Sinne nicht wirklich ein Freezen ist, sondern einfach Cheat Engine merkt sich den Wert und setzt ihn in einem bestimmten Delay zurück. In dem Fall sind es, glaube ich, 300 Millisekunden. Deswegen sieht das halt so komisch aus. Okay, jetzt haben wir 3 Werte genommen. Ich entscheide jetzt einfach mal, dass es der hier ist, weil die anderen beiden eben so angegeben sind. Ah, nee, falsche Entscheidung. Der hier? Auch nicht? Oh, Mann. Der hier? Ja, der ist es. Okay. Ja, es kann sein, dass dadurch, dass ich 4 Byte als... Oh, ich habe ihn wieder unfreezed. Oh, jetzt habe ich aus Versehen F4 gedrückt. Tut mir leid. Wo ist meine Maus? Also er setzt sich immer wieder auf den Wert. Also so würdet ihr quasi nach dem Wert suchen. Dadurch, dass ich jetzt nicht viel Zeit habe, kann ich jetzt leider nicht, also, oder wie viel Zeit habe ich noch, wenn wir überziehen? 5 Minuten? Okay. Ich zeige dir einfach noch schnell, wie es aussieht, wenn ich einen Breakpoint auf die Adresse setze. In Cheat Engine würde es so aussehen, ich könnte jetzt sagen, find out what writes to this address, dann würde quasi Cheat Engine immer gucken, hey, beschreibst du den Wert? Und wenn ja, dann würde er mir das in dieser Box hier anzeigen, die jetzt hier auf dem Bildschirm erschienen ist. So, und jetzt lasse ich das Spiel weiterlaufen. Jetzt haben wir hier oben ein paar Funde gefunden. Also hier sehen wir, okay, der Wert, die Adresse hat zum Beispiel 360 mal drauf geschrieben. Es sieht relativ aus, also es sieht schon so aus, dass es das sein könnte. Und es nutzt auch FSTP. Also es ist eine Instruktion, die mit Float arbeitet, deswegen gehen wir jetzt einfach mal zu der Adresse. Wir stoppen diese Session sozusagen und zeigen uns die Adresse mal in Disassembler an. Der ist jetzt auch wieder hier. So, jetzt wissen wir, okay, an der Stelle wurde die Position beschrieben. Und ja, hier wurde der Wert draufgerechnet. Das sehen wir am F-Add. Und ja, dann wissen wir, okay, in EAX liegt jetzt die Adresse, wo eben nur noch Werte draufgerechnet würden. Das heißt, in RX würde jetzt wahrscheinlich eine Adresse liegen, wo nach der die X-Achse kommt, die Y-Achse. Das ist unser Fund, deswegen plus 4. Und danach würde wahrscheinlich die Direction kommen. Das können wir aber noch nicht wirklich sagen. Aber das könnten wir hieraus erkennen. Hier oben ist der Anfang der Funktion. Was wir jetzt machen können, ist, wir setzen hier einen Breakpoint. Das habe ich mit F5 gemacht. Und jetzt lass mal kurz das Spiel weiterlaufen. Ja, jetzt hat er schon gebreakt. Jetzt könnten wir uns hier die Register anschauen. Hier unten sehen wir den Stack. Ich zeige jetzt mal den ganzen Stack an. Als erstes sehen wir den Return Pointer, die Adresse, zu der er eben returnt.
Also die Adresse, wo der Call stattfindet, das wäre dann quasi hier. Hier wird der Aufruf gemacht und hier wird eben auf die Parameter Werte geschrieben. Und so würden wir uns nach und nach quasi die Funktion anschauen. Ich habe noch ein paar Hacks, deswegen würde ich jetzt gleich dazu springen, was ich gesammelt habe, weil das ist auch ziemlich interessant. Ich habe mir jetzt mal in Lua für Jeet Engine ein paar Hacks zusammengeschrieben. Jetzt lasse ich mal das hier weiterlaufen. Debug Run, okay, der Breakpoint ist noch da, Debug Run. Okay, in Jeet Engine würde ich hier auf Tools, dann Lua Engine gehen. Dann habe ich jetzt hier ein Fenster, wo ich Lua-Code reinschreiben kann und ausführen kann. Lua würde das, Jeet Engine würde den Lua-Code dann eben für mich ausführen. Jetzt habe ich hier einen Code. Ich schreibe eigentlich nie in Lua, also aber für den Zweck habe ich jetzt was in Lua geschrieben. Sieht vielleicht für manche ein bisschen kacke aus, aber tut mir leid. Was der Code macht, das ist jetzt die Let's-Skip, also Spoiler, das ist ein anderer Hack. Der Hack, den ich gezeigt habe, war genau der, der immer zurückspringt, also Derpscore. Zum Moment. So, Derpscore, ja. Ich speichere mir oben quasi den Pointer zur Ball-Klasse, wo die Werte für den Ball drin stehen. Und den Score-Pointer. Unten habe ich einfach eine Funktion, wofür ich einen Timer gesetzt habe. Ich habe keinen Loop gemacht, weil sonst würde Jeet Engine auch in dieser Schleife hängen. Deswegen habe ich einfach einen Timer gemacht, der alle 300 Millisekunden die Funktion aufruft. Sonst würde ganz Jeet Engine hängen. So, jetzt tue ich mal den Code in die Engine packen und ausführen. Mit F3 beende ich das Ganze, dass ich da jetzt auch einen Stopp setzen kann. Es wird vielleicht ein bisschen kacke aussehen, weil dadurch, dass 300 Millisekunden jetzt einfach irgendein Wert sind. Also wenn ich den Wert noch kleiner machen würde, dann würde es wahrscheinlich nicht wirklich zuverlässig funktionieren, weil die Position so nah am Score ist, dass er wahrscheinlich drüber springen würde und diese Score-Erkennung gar nicht mehr machen würde. Deswegen habe ich einen Wert genommen, der realistisch ist, und 300 Millisekunden habe ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen genommen. Gucken wir mal, was der Ball macht. Ja, sieht ziemlich kacke aus. Es gibt eine Stelle, wo der Ball ziemlich oft was Lustiges macht, aber wahrscheinlich will das nicht mal. Man kennt, also er springt ziemlich komisch rum. Ja, hier. Ja, jetzt ist er wieder zurückgesprungen. Und jetzt hängt er irgendwie fest, also irgendwie ein komischer Bug. Ja, das wäre der erste Hack. Man könnte jetzt mit dem Wert von 300 Millisekunden spielen oder es nicht in Jeet Engine machen, sondern einen eigenen Jeet schreiben. Das wäre dann wahrscheinlich sogar zuverlässiger. Mit F3 habe ich jetzt den Code beendet. Ich tue jetzt einfach mal einen Neustart machen und hier einen anderen Code reinschieben, den ich jetzt auch noch kurz zeige. Ach komm. Ja, das ist der Nachteil, wenn man viel Geklicke macht. Ach, Moment. Ich tue jetzt einfach mal hier den nächsten Hack aussuchen. Der zweite Hack, ich ziehe das einfach mal das Fenster hier rein. Der zweite Hack wäre Nobody Can Stop Me. Ein kreativerer Name ist mir nicht wirklich eingefallen. Was wir nehmen, ist die Velocity des Balls und freezen sie einfach auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Das heißt, der Ball ist ständig in Bewegung. Und ja, da habe ich einfach mal Nobody Can Stop Me genommen. Man könnte jetzt Wetten abschließen, wie lange der Ball überlebt, wo er überall reinspringt. Wäre vielleicht eine Idee. Profit, was bringt es einem? Weiß ich nicht. Spaß vielleicht. Jetzt nehme ich mal einfach den Lua-Code und zeige ihn. Wobei, es ist gar kein Lua-Code, sondern was ich jetzt habe, ist, ich habe einfach einen Wert. Und den kann ich ja freezen in Jeet Engine, deswegen machen wir das mal. Ich öffne mir hier eine Cheat-Table, das kann ich nämlich auch machen. Nee, die Werte brauchen wir nicht mehr. Und da eben meine Werte drin speichern. Ich habe jetzt einfach mal Pinball-Cheat-Table genommen. Da liegen jetzt ein paar Werte drin. Da liegt die X-Position, X-Direction, Velocity. Das sind alles die Werte, die ich eben habe. Ich will mal kurz nochmal Jeet Engine, weil... Achso, weil der Ball noch nicht gespawnt ist, ist alles nicht cool. Jetzt sollte eigentlich der Konstrukt ausgeführt werden und die Werte. Ja. Jetzt sehen wir rechts die Werte und jetzt freezen wir einfach mal auf 10. Also 10 war ein ziemlich lustiger Wert. Oh, ich habe mich. Ja, Moment. Jetzt habe ich hier die Help-Seite von Jeet Engine geöffnet. Ja. So. 10. Ja. So. Oh Mann, wo ist denn die Maus hier? So, jetzt gucken wir mal, was der Ball macht. Also jetzt springt dann erstmal oben rum. Er wird sich gleich prüfen und jetzt springt er halt weiter. Ja. Also er bleibt immer konstant auf 10. Deswegen. Aber irgendwann sollte er auch mal was anderes machen. Ja, ja, okay.
manche macht auch, ich warte eigentlich auf eine Sache, die er oft macht, die ziemlich lustig ist. Manchmal springt er rechts rein. Ich probiere es auch mal. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Dann warten wir mal kurz. Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann würde er da oben hängen bleiben. Das habe ich schon mal gemacht. 10 ist eigentlich ein ziemlich guter Wert, weil da bewegt er sich manchmal und springt wieder raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 machen würde, würde er da oben immer klack, 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 immer da hängen bleiben. Und deswegen lassen wir es einfach mal wieder auf 10, weil sonst würde gar nichts wirklich passieren. Ich warte eigentlich, dass er nämlich hier oben rechts oder oben links reinspringt. Dann löst er nämlich unten diesen Effekt quasi aus. Ich hoffe, er macht es noch. Weil wirklich erzwingen kann ich es jetzt nicht. Könnte ich machen, aber ich tu, ja, da müsste ich rechtzeitig fließen. Komm, spring rein, bitte, bitte. Das habe ich gemeint mit Wetten abschließen. Also, ja, komm, ja, jetzt. Ach nein! Mach doch bitte! Oh nee, er will nicht. Ich probier's mal kurz. Ich mach mal den Freeze-Like und probier mal meine tollen Pinball-Skills. F3. So. Komm. Ach komm. Ja, so, jetzt setzen wir mal den Speed auf 10. Ich hoffe mal, der Sound ist jetzt nicht zu laut. Er will jetzt wieder die ganze Zeit den Sound abspielen. Ah, jetzt hat er beendet. Wenn er nicht mehr reinspielt, dann hat er die ganze Zeit dieses schöne Geräusch gemacht und er hätte nicht gedacht, dass der Ball noch da unten ist. Fand ich ziemlich lustig, deswegen wollte ich das euch zeigen. Naja, ich zeige euch aber mal einfach noch einen anderen Hack. Aber den fand ich auf jeden Fall lustig, deswegen habe ich ihn noch gezeigt. Wo ist denn meine Präsentation? Hier? Nein. Eine Frage? Achso. Wo ist denn jetzt meine Folie? Im Hintergrund irgendwo. Wo ist die Folie hingerutscht? Machen wir mal Cheat Engine, Kleiner? Wo ist meine Folie? Jetzt ist sie irgendwo rausgesprungen. Ach so, die hat sie irgendwie da oben hin. Ich mach mal kurz. Oh Mann. Tut mir leid. Testmoment. Moment. Ah, okay. Nee, der hat es jetzt nur kurz. Nee. Ich probiere mal kurz zu maximieren. Nee, aber es sind eigentlich nur noch zwei Hacks, die kann ich euch dann auch so erklären. Das nächste wäre Death Skip. Das wäre das Lua Skip. Was Death Skip macht, ist, es tut meine Y-Position nehmen und sobald ich einen bestimmten Wert überschreite, das heißt, sobald ich jetzt sterben sollte, tut er meine Y-Direction invertieren. Das heißt, ich springe immer vom Tod quasi weg. Das gucken wir uns mal an. Wir nehmen den Lua-Code, packen ihn in die Lua-Engine. So, execute, pinball. Ja, okay, da ist schon eine Position, also er sollte gleich von selbst rausspringen. Also er springt jetzt quasi, er unterschreitet jetzt nicht diese Achse, deswegen. Okay, mach's jetzt, Also ich habe dann auf die Velocity nochmal ein Offset drauf gerechnet, damit er nicht ständig den gleichen Speed hat. Deswegen sollte er jetzt, ja, irgendwann sollte er, irgendwann befreit er sich auf jeden Fall von der Links. Ja. Naja. Also er wird da jetzt eine Zeit lang, glaube ich, drin bleiben. Nee, der will da nicht mehr raus. Also. Nee. Kann ich machen.
Und wir machen Velocity 100. Ja, jetzt macht er im Prinzip das, was ich vorhin erzählt habe. Also, der wird auch nicht mehr rauskommen. Dafür ist er zu schnell. Ja. Also, der wird das jetzt den ganzen Tag machen. Moment. Wir beenden jetzt einfach mal das Tippen. Ja, okay, jetzt sollte er eigentlich langsamer werden. Tut er aber nicht. Ah, nee, Velocity, ja. So. Und der letzte Hack, den ich vorbereitet habe, wäre der Magnet Ball. Was der Magnet Ball macht, ist, er nimmt meine, also er tut auch wieder den Score prüfen und sobald er sich erhöht, tut er auch wieder meine Direction invertieren. Das heißt, wenn ich da abpralle und einen Score mache, dann sollte ich eigentlich abprallen, aber ich gehe wieder zurück und das kann ziemlich lustig aussehen. Das schauen wir uns jetzt am besten mal an. Also das, da ist halt auch komplett gefragt, was ihr für Ideen habt und das waren so meine Ideen. So, Pinball, na, komm. So. Hm. Ich mache einfach einen Restart. Das ist auch der letzte Hack, den ich dann abwende. So, jetzt schießen wir ihn einfach mal. Das ist mir aber auch noch nie passiert. Aber eigentlich sollte er irgendwann so den Wind ändern. Ja, jetzt. Okay. Eigentlich erwartet man wann genau darauf zu fahren. Das ist ziemlich lustig. Weil diese Bandkartrahmen drehen relativ schnell, deswegen funktioniert das Ganze jetzt ziemlich schnell. Da funktioniert es aber besser. Also da fällt er auch irgendwann ab. Aber da unten geht's gleich weiter. Ja, wenn ich. Ja. Moment. Komm, geh doch da rein. Warte. Nein, nicht da rein. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass er hier links geht. Also es ist eigentlich dasselbe, aber es ist auch ziemlich. Ändert sich trotzdem. Das heißt, die Achsen an sich ändern sich ja schon. Nur ich ändere, ich tue sie ja invertieren. Deswegen fällt er auch noch ein Stück nach unten. Ja, okay, dann. Ja, an sich. Die Punktzahl angenehm. Ja. Sollte auf jeden Fall unseren Score übertreffen. Ja. Was passiert, wenn du die Geschwindigkeit? Hab ich noch nie getestet. Machen wir es mal. Minus. Aber ich denke mal, er wird sich ganz normal bewegen, denke ich mal. Aber halt nur in die für ihn rückwärts, also er wird sich wahrscheinlich rückwärts bewegen, aber probieren wir es mal. Minus 10, habe ich es richtig geschrieben? Minus 10. Oh. Ja. Hm? Ah, okay. Ja. Ich weiß es nicht. Das. Moment, probieren Sie jetzt einfach mal aus. Also danach können wir immer. Oh ja. Also, achso, Moment, ich habe ja Magnet Ball nicht ausgeschaltet. Das mache ich mit F3. Ja, doch, er bounce die ganze Zeit zurück. Also, ja. Das macht er bei minus 10. Jetzt wissen wir es. Ja, also ich denke mal, wenn ich ihn hochschieße und dann minus 10 mache, dann würde er sich wahrscheinlich in die andere Richtung bewegen und sich ansonsten genau gleich verhalten, denke ich mal. Aber das könnten wir testen, wenn wir noch Zeit haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Nicht? Okay, dann wär's das mit meinem Vortrag. Ja. Dann danke für die Aufmerksamkeit.